Darf ich einmal um Ihre Aufmerksamkeit bitten? So, jetzt rede ich eine Stunde. Sehr verehrte Frau Amer, sehr geehrter Herr Dr. Rotkopf, sehr verehrte Frau Rotkopf, sehr geehrter Herr Haupt, liebe Mami, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie heute hier zur Eröffnung der Sonderausstellung 175 Jahre Hapag-Lloyd im Internationalen Maritimen Museum begrüßen zu dürfen und Ihnen auch das gleichnamige Buch vorzustellen. 175 Jahre Hapag-Lloyd sind eine gewaltige Leistung und zeugen von Beständigkeit. Diese Geschichte möchten wir Ihnen nun in der Ausstellung und dem Buch vorstellen. Sie beginnt am 27. Mai 1847, an dem die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, genannt Hapag, von Adolf Godefroy, Ferdinand Leis, Karl Würmann und zwei Dutzend weiteren Kaufleuten in Hamburg gegründet worden ist. Erst 5 Jahre nach dem großen Brand, der diese Stadt zerstörte und sie in eine tiefe Finanzkrise stürzte. Erster Direktor wurde Adolf Godefroy. 10 Jahre nach der Gründung der Hapag wird 1857 der Norddeutsche Lloyd in Bremen gegründet und am 15. August desselben Jahres Albert Ballin in Hamburg als Sohn einer dänisch-hamburgischen Familie jüdischen Abstammung geboren. Ballin muss nach dem Tod seines Vaters den Familienbetrieb mit bereits 17 Jahren übernehmen. Etwa zu derselben Zeit verfügt Hapag bereits über ihr eigenes Trockendock und ein Büro in der Deichstraße, nicht weit weg von hier. 1885 erhält die Hapag den Zuschlag für die neuen Linien nach Australien und Ostasien. Im Jahr darauf wird Albert Ballin als Chef der Passageabteilung angeheuert. Ein Schritt, der sehr bedeutend für die Schifffahrt war, denn heute kann man Albert Ballin als Gründungsvater der Passagierschifffahrt bezeichnen. Mit seinen Innovationen und Ideen macht er die Atlantiküberquerung für die Massen möglich. 1899 werden die Hapag und dem norddeutschen Lloyd Johann Ballin bzw. Wiegand zu deren Generaldirektoren ernannt. Im Folgejahr besitzt Hapag die größte Flotte und der norddeutsche Lloyd befördert die meisten Passagiere weltweit. Der Schnelldampfer Deutschland gewinnt das blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung eines Passagierschiffs. Die Weltspitze ist erreicht. Die Taufe des Riesendampfers Bismarck durch Kaiser Wilhelm II. In Hamburg 1914 führt der öffentliche Abschied des Kaiserreichs vor dem Ersten Weltkrieg. Nach der Kriegsniederlage und dem Zusammenbruch seines Lebenswerkes vergiftete sich Albert Ballin 1918 und stirbt. Der Versailler Vertrag sieht es 1919 vor, alle deutschen Schiffe über 1600 BRT, Bruttoregistertonnen, den Siegermächten zuzusprechen. Doch Ballins Nachfolger, Dr. Wilhelm Kuno, lässt den Liniendienst nach New York nur wenige Jahre später wieder aufnehmen. Im gleichen Atemzug startet auch der norddeutsche Lloyd wieder nach Südamerika und Ostasien. Mit der Fusion mit der Austral-Kosmos-Linie werden die schwarz-weiß-roten Ringe am Schornstein Hapags neues Markenzeichen. 1929 gelingt es dem Turbinenschnelldampfer Bremen, erneut das blaue Band für den norddeutschen Lloyd zu gewinnen. In der Weltwirtschaftskrise erfährt die Reederei entgegen des Marktes Hochkonjunktur mit ihren exklusiven und vielfältigen Hapag-Weltreisen und den Seeluftkreuzfahrten des norddeutschen Lloyds. Als die politischen Verhältnisse in Deutschland wieder schlechter werden und 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht, muss die Reederei, die sich teilweise im Staatsbesitz befindet, Einschränkungen hinnehmen. Während des Untergangs des Dritten Reichs helfen ein Großteil der Hapag- und norddeutschen Lloyd-Schiffe, Flüchtlinge zu retten und in Sicherheit zu bringen. Nach Kriegsende wird die deutsche Handelsflotte von anfangs noch 1,5 Millionen Bruttoregistertonnen auf 170.000 Bruttoregistertonnen Eigenversorgung abgebaut und gehen als Reparationsleistung an die Siegermächte. Die Hapag residiert am Alsterdamm, der zu Ehren ihres Direktors zum Ballindamm umbenannt wurde. Und schließlich können Hapag und der norddeutsche Lloyd 1950 in die alten Fahrtgebiete endgültig zurückkehren und ihre Flotten mit den ersten Schiffen wieder aufbauen. 10 Jahre nach Kriegsende hat die Hapag schon wieder 25 eigene Frachtschiffe im Dienst
und der Norddeutsche Lloyd weitere 27. Von nun an konzentriert sich die Hapag wieder auf ihre Frachtschifffahrt und verzichtet auf die Nordatlantik-Linienpassagierfahrt. 1960 erwirtschaftet die Hapag einen Umsatz von 286 Millionen D-Mark und der Norddeutsche Lloyd kommt auf 259 Millionen D-Mark. In Bremerhaven entsteht die Lloyd-Werft mit bis zu 1.900 Mitarbeitern. 1970 fusionieren dann die Hapag und der Norddeutsche Lloyd. Nach 113 Jahren endet damit auch die hanseatische Rivalität zwischen Hamburg und Bremen. Die neue Hapag-Lloyd AG gehört von da an mit mehr als 10.000 Beschäftigten, 112 Schiffen und einem Umsatz von rund 1 Milliarde D-Mark wieder zu den größten Reedereien der Welt. In den Folgejahren baut der Konzern sein Engagement im Tourismus mit Charterflugzeugen weiter aus und schließt einen Kooperationsvertrag mit der Rickmas-Linie für die gemeinsame Stückgutfahrt nach China, bei dem Hapag-Lloyd zunächst 70% der Anteile hält. Nach dem Ende der Tank- und Massengutschifffahrt und überstandener Krise 1985 verkauft man die Lloyd-Werft an den Bremer Vulkan. 2 Jahre später kauft Hapag-Lloyd das Gebäude am Berlin-Damm 25 zurück, welches sie vorher verkauft hatten. Auch wird die Rickmas-Linie vollständig als Tochtergesellschaft übernommen und ergänzt die Containerdienste durch ihre Mehrzweckfrachter. Mit der Hannover Express wird der erste von 8 Containerschiffen einer neuen Generation in Dienst gestellt. 1996 wird Hapag gemeinsam mit NYK, NOL, P&O Teil der damals größten Linienschifffahrtsallianz der Grand Alliance. Im Jahre 2000 endet die langjährige Partnerschaft Hapag-Lloyd und Rickmas mit dem Verkauf der Rickmas-Linie an den Reeder Bertram Rickmas wieder zurück. Hapag-Lloyd erwirbt zur selben Zeit 25,1% am Containerterminal Altenwerder. 2002 kommt es zum Squeeze-out der Minderheitsaktionäre und die heutige TUI wird Alleingesellschafter Aktionär bei Hapag-Lloyd. Ein geplanter Börsengang wird vorerst verschoben. Bis die TUI 2008 Hapag-Lloyd zu Beginn der Schifffahrtskrise zum Verkauf stellt und die Mehrheit an das Albert-Ballin-Konsortium geht. 2014 übernimmt Hapag-Lloyd das Containergeschäft der chilenischen CSAV und Rolf Haben Jansen löst Michael Behrendt als Vorstandsvorsitzender ab. Und schließlich kommt es 2015 zum Börsengang und mit einem Startpreis der Aktie von Euro 2,20. Heute steht sie bei 372, ist das richtig? Stand schon über 400. Okay, Euro. 2 Jahre später kommt es zum Zusammenschluss Hapag-Lloyd mit UASC, welches zu einer Flotte mit rund 1,6 Millionen TEU führt. Zugleich verkauft die TUI AG ihre restlichen Anteile. Vor 2 Jahren bestellt Hapag-Lloyd dann 12 Megamax-Carrier mit ca. 24.000 TEU und 10 13.000 TEU Containerschiffen. Im letzten Jahr erzielte Hapag-Lloyd das beste Ergebnis in der gesamten Unternehmensgeschichte. In diesem Jahr bestellt der Aufsichtsrat Donja Florenz Armer zur ersten weiblichen Vorständin in der Reedereigeschichte, die ich hier ganz herzlich begrüßen möchte. Einen Applaus für Sie. In diesem Jahr kauft Hapag-Lloyd noch die Containerlinie der Deutschen Afrika. Aus dieser umfangreichen Geschichte, geprägt von Kriegen, Umweltkatastrophen, politischen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen, geht Hapag-Lloyd heute gestärkt und sehr gut aufgestellt für die Zukunft hervor. Schifffahrt ist international und damit von vielen Faktoren abhängig. Umso größer ist die Leistung, die hinter dieser Reederei steht, die es mehrmals von Null zu alter Größe schaffte. Wir alle wissen, Schiffe verbinden nicht nur Kontinente, nein, sie verbinden auch Kulturen und ohne die Schifffahrtsgeschichte hätte es auch keine Welt- und Menschheitsgeschichte gegeben. Hapag-Lloyd hat einen großen Anteil daran. Es ist auch für unser Museum und unseren Verlag eine große Ehre, die Jubiläumsausstellung über die Hamburg Süd auf Deck 1 unter ihm und jetzt Hapag-Lloyd auf Deck 2 zeigen zu dürfen. Das ist ein Novum, wenn man sich überlegt, dass beide Traditionsreedereien hier zur selben Zeit ihr 150 bzw. 175-jähriges Jubiläum feiern. Ganz herzlich möchte ich mich auch bei allen, die zu dieser Ausstellung beigetragen haben, bedanken.
Die gesamte Mannschaft des Museums und des Verlags hat wirklich Großes geleistet. Vielen Dank dafür. Auch Ihnen, lieber Herr Underwood, dort ist er. Vielen Dank für das wirklich äußerst gelungene Werk. Sie haben es geschafft, diese umfangreiche Unternehmensgeschichte klar und verständlich auf den Punkt zu bringen. Last but not least, einen ganz herzlichen Dank an Hapag-Lloyd, vertreten durch das Team von Herrn Haupt und Frau Fähnemann. Wo sind Sie? Wir hatten tolle Gespräche voller Ideen. Ihre große Hilfe, Wissen und Kreativität, die uns für diese Ausstellung und das Buch unglaublich geholfen haben. Ihnen wirklich von ganzem Herzen vielen, vielen Dank. Nun werde ich das Wort an Herrn Dr. Maximilian Rotkopf, dem COO, Chief Operating Officer von Hapag-Lloyd, übergeben. Ihnen, Herr Dr. Rotkopf, herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind und zu uns sprechen werden. Danach möchte ich Frau Donja Armer, Herrn Dr. Rotkopf, Jan Testing und meine Mutter bitten, nach vorne zu kommen, um die Ausstellung zu eröffnen und Ihnen diese zu zeigen. Unsere Museumskuratoren, da stehen Sie, beantworten Ihnen gerne alle Fragen. Ganz herzlichen Dank. Willkommen. Ja, lieber Herr Tam, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich Ihnen meinen herzlichsten Dank aussprechen, sowohl für Ihre Gastfreundschaft als auch die sehr freundliche Begrüßung und natürlich die sehr eingehende Historie, die Sie geschildert haben. Das werde ich nicht nochmal tun, aber ich werde auch auf ein paar Dinge eingehen. Und ich möchte insbesondere für die Möglichkeit, dass das Internationale Maritime Museum anlässlich unseres Jubiläums die 175-jährige Unternehmensgeschichte von Hapag-Lloyd, heute Deutschlands größte Reederei, präsentiert. Es ist Ihnen auf beeindruckende Weise gelungen, auf kleinem Raum große Geschichte zu präsentieren. Ich hatte vorab schon die Gelegenheit und ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt. Auch danke nochmal an die Kuratoren. Bisher unbekannt war mir zum Beispiel das Schicksal der Bulgaria. Sie war 1898 in Dienst gestellt worden und war der erste sogenannte B-Dampfer von Hapag hier in Hamburg bei Blohm & Voss gebaut und eingesetzt, wie fast alle Schiffe zwischen Hamburg und New York. Im Februar 1899 galt sie für 14 Tage auf dem Nordatlantik als vermisst, weil durch einen schweren Orkan die Ruderanlage gebrochen war. Das hier bei Ihnen in Bild und Text zu sehen, das hat mich gefreut und das hat mich auch berührt. Sehenswert hier sind aber nicht nur Geschichten von Schiffen, sondern auch besonders die Erlebnisse von Menschen an Bord. Großartig hier in dieser Ausstellung das digitalisierte Gästebuch der Albert Ballin. Da können Sie sich auch nachher durchklicken, das ist in der Tat ein paar Minuten wert. Sie war der erste Schiffsneubau von Hapag für den Passagierverkehr nach dem Ersten Weltkrieg und trat am 5. Juli 1923 ihre Jungfernfahrt wieder von Hamburg nach New York an. In diesem Gästebuch digital blättern zu können, ist lehrreich und ich war überrascht, nicht nur einen Eintrag des ehemaligen Boxweltmeisters Max Schmeling zu finden, sondern auch zu erfahren, dass Schmelings Vater einst als Steuermann für die Hapag unterwegs war und tätig war. Es sind elegante Kreuzfahrtgäste, aber immer wieder auch mittellose Auswanderer mit ihren großen Träumen von der neuen Welt, die Geschichte schrieben. Mit dem Transport dieser Auswanderer verdiente Hapag damals gutes Geld. Bis in das 20. Jahrhundert hinein kehrten insgesamt mehr als 12 Millionen Europäer über Hamburg und Bremen, ihrer alten Heimat, den Rücken, voller Hoffnung auf ein besseres Leben in Amerika. Den überwiegenden Teil dieser Auswanderer transportierten die Schiffe der Hapag und des Lloyd. Unter ihnen waren so manche, deren Namen uns noch heute geläufig sind. Emil Berliner zum Beispiel, der Erfinder des Grammophon, oder Karl Lemmle, der Gründer von Universal Pictures, der als Vater der Traumfabrik in Hollywood gilt. Auch Albert Einstein und seine Frau gingen im Dezember 1932 an Bord eines Hapag-Schiffs. Sie wanderten aus und kamen nicht wieder zurück nach Deutschland. Unter anderem verließ auch eine Familie aus Kallstadt in der Pfalz Deutschland, allerdings an Bord eines Lloyd-Schiffs. Es war Friedrich Trump. Er versorgte Ende des 19. Jahrhunderts an der amerikanischen Westküste einsame Goldgräber in seinem Saloon mit Alkohol und zuweilen mit weiblicher Begleitung.
Damit legte er den Grundstein für das Vermögen seiner Familie und seines Enkels, der später einer der umstrittensten Präsidenten der USA wurde. Lieber Herr Tam, Sie haben schon einiges über den legendären Generaldirektor der HAPAG, Herrn Albert Ballin, erzählt. Er war es, dem HAPAG zu verdanken hatte, im frühen 20. Jahrhundert die größte Reederei der Welt zu sein. Ballin, 13. Kind einer Einwandererfamilie, musste das Geschäft seines früh verstorbenen Vaters als junger Mann übernehmen und arbeitete sich vom Flüchtlingskind in die oberste deutsche Wirtschaftselite und zum engen Freund des deutschen Kaisers empor. Sein Motto, mein Feld ist die Welt, ist hier in der Ausstellung wie auch in unserem Hauptgebäude am Ballindamm prominent zu sehen. Schön, dass wir in diesen Räumen auch ein Gemälde des damals größten und wohl auch prächtigsten Schiffs der Welt sehen können. Es lief 1913 hier in Hamburg vom Stapel und ist in der deutschen Schifffahrtsgeschichte das einzige Schiff, das einen männlichen Artikel trägt, der Imperator. Er war der ganze Stolz der HAPAG und natürlich auch größter Stolz der Kaiser oder des kaiserlichen Namensgebers. Kurz danach brach der Erste Weltkrieg aus und die nächsten 40 Jahre brachten zahllose Herausforderungen unterschiedlichster Art mit sich. Infolge beider Weltkriege büßte HAPAG seine gesamte Hochseeflotte ein. Erst in den frühen 50er Jahren arbeitete sich das Unternehmen mit viel Improvisationstalent und trotz knapper Mittel erfolgreich zurück in die Weltschifffahrt. Die Zeit zwischen den Kriegen machte HAPAG zu Werkzeugen der nationalsozialistischen Machthaber. Herausragend in dieser unrühmlichen Periode bleibt der couragierte Einsatz des HAPAG-Kapitäns Gustav Schröder für über 900 jüdische Passagiere an Bord der St. Louis. Er trug kurz vor Kriegsbeginn 1939 dazu bei, dass die Schutzsuchenden nach einer wochenlangen Irrfahrt in den Niederlanden Aufnahme fanden und nicht nach Deutschland zurückkehren mussten. Ich bin fasziniert, dass hier in dieser Ausstellung persönliche Dokumente von Kapitän Schröder ausgestellt sind und unter anderem auch seine Belobigung durch die damalige Geschäftsführung der HAPAG. Das war in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Kaum war der Wiederaufbau der Schifffahrtslinien geglückt, standen HAPAG und Norddeutsche Lloyd in den späten 60er Jahren vor einem massiven Umbruch. Das Zeitalter des Containers begann, wie wir ihn heute kennen. Die erheblichen Effizienzgewinne, die die standardisierte Stahlbox ermöglichte, bedeuten das weitgehende Ende der Stückgutschifffahrt. HAPAG und Lloyd richteten 1968 den ersten europäischen Transatlantikdienst mit Vollcontainerschiffen ein. Damals völlig neuartige Spezialschiffe. Wenig später schlossen sich die Partner angesichts der massiven Investitionen, die für die Umstellung auf Container und entsprechende Schiffe erforderlich waren, zur HAPAG-Lloyd AG zusammen. Heute, über 50 Jahre später, sind wir eine der führenden Containerlinienreedereien der Welt. Eng mit unserer Heimatstadt Hamburg und dem hiesigen Hafen verbunden, aber durch vielerlei Fusionen und Zusammenschlüsse, nun auch stark in Südamerika, im Mittleren Osten und auch neuerdings in Afrika. Als sich die Gründer der HAPAG vor 175 Jahren zusammenfanden, hätte sich ja keiner von ihnen vorstellen können, dass sich diese kleine Segelschiffsreederei einmal zu einem echten Global Player entwickeln würde. Zu einer Reederei, die die Welt umfasst und Menschen, Länder, Unternehmen und Wirtschaftsräume über alle sieben Weltmeere hinweg verbindet. Meine Damen und Herren, nicht viele Unternehmen können von sich in so einer langen Geschichte, einer so ehrwürdigen Tradition und eines so nachhaltigen Erfolgs rühmen. Also, was ist das Geheimnis unseres Erfolges? 175 Jahre HAPAG-Lloyd sind aus meiner Sicht und aus unserer Sicht das Ergebnis eines kontinuierlichen Wandlungsprozesses. Denn nur dank ständiger Veränderungen hat HAPAG-Lloyd sich laufend den Anforderungen der Zeit anpassen können. Und sie sind das Ergebnis von guten, stabilen und vertrauensvollen Beziehungen zu Eigentümern, zu Kunden, zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht zuletzt auch zu strategischen Partnern. Und ich freue mich auch, einige heute Abend hier im Publikum zu sehen. Die Herausforderungen der Zukunft sind mannigfaltig. Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung, weitere Digitalisierung und Automatisierung auf See und an Land, nachhaltiges Wachstum in unseren strategischen Märkten wie Südostasien, wie Afrika, wie Indien und nicht zu vergessen der Kampf um die besten Talente, um die sogenannten Digital Natives, um die Generation Z und auch und gerade hier in Deutschland.
Ich danke Ihnen allen für die wohlwollende und langjährige Verbindung zu Hapag-Lloyd. Und ich danke Ihnen, lieber Herr Tam, und Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Kuratoren dieses immer wieder beeindruckenden Museums für diese gelungene und berührende Jubiläumsausstellung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam die Ausstellung eröffnen. Thank you.